Hallo, weiter geht's mit Kock. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Ich sehe leicht verschlafen aus. Das könnte daran liegen, dass ich gerade aufgestanden bin. Der Stream ging etwas länger, 3, 4, 5, keine Ahnung. Ich war so um 5:30 im Bett. War gut. Also so um 5:30 kann man mal ins Bett gehen am Wochenende. Das sollte auf jeden Fall passen. So, wie sieht's denn aus? Es sieht so aus, dass der Clan-War vor der Tür steht und ich bin Meister geworden. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich bin Meister geworden. Also wenn das nicht ein Like werden ist, was denn sonst? Was denn sonst? Na egal. So. Machen erstmal Clan War Action, das bedeutet, ich werde erstmal Clan War mäßig gleich angreifen. Er steht zurzeit 26 zu 18, die Nummer 5 ist mein Gegner, der hat mir kurz hier 2 Sterne gegeben, ein Stern, Entschuldigung. War halt nicht so ein optimaler Angriff von ihm. Wir können kurz draufschauen hier mit zweifacher Geschwindigkeit und sehen sofort, seine ganzen Golems werden gefickt von meinem King und von meiner Clan War. Darüber erstmal ein Schlückchen Kaffee, Prost. So, gucken wir doch mal. Siehst du, da geht's los. Da kommt eine Clanburg und sie rasiert die ganzen Golems weg. So, noch sehr, sehr glücklich, diese 50% am Ende mit sehr, sehr vielen Einheiten, die noch aufräumen konnten. Er greift hier mit den Kollegen namens, wie heißen sie hier, Valkyren an. Sehr selten, dass ich sowas mal sehe, aber Valkyren sind allgemein nicht ganz so geil, denke ich mal. Obwohl, ich habe es ja noch nie getestet. Wir müssen, wenn die Valkyren irgendwann gemaxt sind, bei mir, es dauert halt noch ein bisschen, werden die auf jeden Fall ausprobiert, ob die in Clanburg dann was taugen. Ich habe keine Ahnung, sie rasieren schon etwas, ne? Sind tanky, machen viel Damage, so wie ein Packer. Bloß sind nicht so doof wie Packers, aber sind, glaube ich, nicht so krass wie Packers. Hier am Ende, mit den ganzen scheiß Außen-Boys hier am Start, macht er dann noch die 50%. Richtig lächerlich, dass er es noch geschafft hat. Egal, einstellen ist okay. Kann ich kassieren. Solange ein zweiter noch angreifen muss, ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Kurz auf die Kriegsstatistik schauen. Es sieht so aus, 4-mal die 3 Sterne, einmal von den Gegnern, 2-mal, beziehungsweise die 2 Sterne, 6, 6, 2, 3. Sieht gut aus. Ich glaube, das ist ein gutes Ding. 17 zu 12, 26 zu 18. Leute, das machen wir kurz. Ich sperren kurz die Kiste aus und werden ihn hier eben hart vergenussferkeln. Bevor ich auf meine Base wieder eingehe und so weiter. Was wir dann alles geschafft haben in dem Stream. Oh, So, in der Base hier, oder von der Base bei den Nummer 5, werden wir jetzt erstmal unser Ding rauspacken und erstmal voll rumlümmeln. Ja, das ist ein Standardboy hier, ne? Hellen sind nicht so krass. Ich werde natürlich mit Kubi wie angreifen. Was denn sonst? Die Frage ist halt nur. Alter Schwede. Entschuldigung. Schlafdreck auch noch am Start. So, was machen wir denn? Ich überlege gerade, ob ich von der Seite von den Helden angreife, weil die Helden müssen ja eh kaputt gemacht werden. Und bevor ich jetzt unnötig dahin laufen muss, ich glaube, ich greife auch von der Seite an. Und zwar, ich greife, glaube ich, von links an. Von links, von hier, von der Bauhütte ist wohl das Ziel, wo ich angreifen werde. Von hier, dann gehen wir rein. Boots, Boots, Schlitz. Hier wird ein Sprungzauber gesetzt, in die Mitte rein, Queen wird genascht und dann sollte es auf jeden Fall passen. Ist ein guter Plan, ist ein geiler Plan, wird gemacht. Armee abchecken, sieht alles geil aus. Kurz eben 3 Sterne. Easy, 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 easy peasy. Eben 3 Sterne. Eieiei. So, hier erstmal das. Dann kommen die Hexen hier am Start. Hier in der Ecke. Genau wie letzte Mage. Warten wir, bis die Außengebäude kaputt sind. Da kommen die Mauerbrecher, die jetzt am Start sind. Ich hoffe, die Magiertür, beziehungsweise der Magierturm macht hier nicht alles zunichte. So, wurde aufgesprengt. Der Sprungzauber kommt hier hin. Genauso wie der erste Wut. Und der erste Heal noch nicht. Wir warten auf die Clanburg. Die Clanburg kommt hier und deswegen setzen wir hier dahin und den Heal-Zauber drüber wegen der Clanburg. Und jetzt geht's los. Jetzt wird rasiert. Den ersten Wutzauber droppen wir hier in die Mitte rein. Los geht's, Leute. Los geht die wilde Fahrt. 3 Sterne will ich sehen. Hat eine Riesenbombe schon wieder hart vergenusswerkelt. Ja, da hinten ist wieder schon eine Riesenbombe. Eieiei, die Hexen sterben wieder, ne? Durch die ganzen Riesenbomben. Das gefällt mir nicht. So, 20er Helden haben wir am Start. Die Queen wird fokussiert, nicht ganz so geil. Die müssen wir gleich zünden. Die Queen muss gleich schon gezündet werden. Die Queen muss gezündet werden. Fuck my life. Oh Gott, Queen, lauf da weg. Dann geh da weg, irgendwie, Queen. Geh weg von dem Turm. Der King muss auch schon gezündet werden. Das war sogar sehr knapp. Oioioioioi. Queen, geh weg von dem Turm. Oh fuck, ich glaube, der Bogiturm wird die Queen töten, oder? Der King ist down. Ach nein, Bogiturm. Nein! Yes! Win. Win versus Bogiturm. Wenn jetzt nichts mehr kommt, ja. Also 50%, das wird sogar knapp. 50% Angriff nur? What? Ich glaube, da haben in der Mitte Riesenbomben schon wieder gezeigt, was sie können. Eieiei, das werden keine 3 Sterne. Das werden keine 3 Sterne. Nee, nee, da kannst du knicken. Viel zu viele Mages gestorben, viel zu viele Hexen. Ich glaube, hier waren in der Mitte wieder 2 Riesenbomben. Jawohl, waren in der Mitte 2 Riesenbomben. Och, das ist doch blöd. Ah, bei so welchen Bases ist es halt ziemlich behindert. So, Queen, überlebst du das? Nein, du bist auch down. Okay, ein sicherer 2-Sterne-Angriff, mehr aber nicht. Da war mehr drin, aber die Base war halt schon krass. Und ich glaube, uns haben echt wieder Riesenbomben. Ja, hier, Riesenbombe Nummer 1 hat mich geballert. Riesenbombe Nummer 2 hat mich weggeballert. Und ich glaube, hier oben war auch noch eine. Ah, shit.
Ja, ist halt das Problem. Bei der Base ist das Problem. Wer ist denn noch hier am Start? Irgendwo in da oben. Das Problem an der Base ist natürlich, dass alles sich in die Mitte zieht. Auch die Hexen, auch die Mages und so weiter. Vielleicht sollten die Hexen mehr verteilen. Zwei oben, zwei unten, zwei da und nochmal zwei in der Mitte, dass die etwas verteilt sind. Nicht alle sofort sterben von Riesenbomben und so ein Scheiß und vom Magierturm. Das Problem ist bei der Base, wenn du in der Mitte bist. Und da ziehen ja alle rein, die Einheiten, wegen Sprungzauber und so ein Scheiß. Dann bist du gefickt in der Mitte von allen Magiertürmen, von allen Minenwerfern und den ganzen Scheiß hier. Deswegen, wenn du in der Mitte bist, kriegst du böse in die Fresse hier bei der Base. Ist eine starke Base auf jeden Fall, aber mit Glück kann es besser laufen. Sind es halt nur zwei Sterne. Schade, ich hätte mehr erwartet. Bei den Kakellen von dem Gegner hätte ich mehr erwartet. Ach, blöd. Egal, zwei Sterne auf dem Tisch, oben drauf. Kann er nicht immer Glück haben, ne? Weil GubiW ist auch eine. Er muss Glück machen, auf jeden Fall haben. Dann werde ich irgendwie unten noch versuchen, hier drei Sterne zu machen. Vielleicht bei dem Kollegen hier. Was haben wir denn hier? Ja, komm hier. Da holst du raus. Ob wir GubiW wieder machen? Ich glaube nicht. Ich habe wieder Bock auf einen Schweineangriff. Aber Schweineangriff ist ja allgemein. Da bin ich ja nicht so stark mit. Deswegen mal gucken, was wir machen. Schweinedrachenangriff? Nee. Lava Lunions mal wieder. Könnten wir auch mal wieder auspacken. Lava Lunions habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Oder eine Hybrid-Taktik. Moment, Hybrid-Taktik können wir abchecken. Können wir Hybrid-Taktik-mäßig irgendwas reißen vielleicht? Zum Beispiel jetzt nochmal die 14 abgecheckt. Als wir reingehen, dann Queen und Luftabwehr und Luftfeger, wie auch immer, wegballern. Und dann halt den Rest vergenussferkeln. Könnte man hier mal machen. Das heißt, hier kaputt machen. Also eine Hybrid-Taktik wäre auch gar nicht mal so schlecht. Machen wir Hybrid-mäßig? Dann droppen wir wieder anstatt zwei Loot, zwei Wutzauber. Oh Gott, ich weiß es gar nicht, was ich mache. Doch, Hybrid. Hybrid sieht gut aus. Habe ich lange nicht mehr gemacht und dann kann ich mal wieder failen. Von daher passt es auf jeden Fall. Also brauche ich mir Hybrid-Taktik. Das bedeutet, ich brauche einen Sprung. Ich brauche drei Wut. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir was hier für die Klamburg. So zaubermäßig ist okay. Dann brauchen wir einen Golem. Aus der Klammburg? Nö, ich aus der Klammburg. Nein, nein, nein. So, ein davon, ein davon, ein davon. Dann brauchen wir sechs Mages, würde ich sagen. Das ist okay, sechs Mages. Und brauchen wir Mauerbrecher? Das ist die nächste Frage. Brauchen wir den Mauerbrecher? Ist hier übrigens oben ein, okay, hier oben, ein Stern. Das ist natürlich alles hier Rathaus 10. Da werde ich mich dran wagen, da werde ich mich nicht dran wagen, wegen Infernos und so ein Scheiß. Wir können kurz nochmal gucken hier. Wenn er noch da ist, ich schätze, der ist dann schon lange mit drei Sternen weggeklatscht worden. Aber hier zum Beispiel bräuchten wir noch ein paar Mauerbrecher. Nehmen wir noch vier Mauerbrecher mit. Das ist dann okay, vier Mauerbrecher, noch auf den Tisch, oben drauf. Und so kann ich die Armee nochmal anpassen, der Rest werden dann Loons. Die dann die Luftabwehr hart vergenussfähig und in der Klammerung nämlich auch noch deinen Hund. Dann sind wir gut dabei, Leute. Und dann gibt's easy mal wieder einen 3-Sterne-Angriff. Wie gerade eben ist alles easy. Ihr kennt mich ja. Ist allgemein alles easy. Dann nehmen wir einen weniger und dafür dann noch so. Und einen Bogi, der am Ende noch aufräumt. Gut. So soll das passen. Ja, basemäßig sieht so aus, dass ich halt richtig rumgespritzt habe. Das bedeutet, ich kann schon mal anfordern. Hund Max Clan War. Es sieht so aus, dass ich auf jeden Fall wieder gut gefarmt habe. Habe mich nach oben gekämpft in Meister Nummer 3. Das bedeutet, ich kann mir jetzt 1000 Juwelen abholen. Oh mein Gott, da bin ich ja sowas von reich. Komm, gib ihn. Gib ihn. Erreiche die Meisterliga. Wir haben so viele Gems. 3185. Wir sind so reich. Wir haben so viel YouTube-Money und wir sind so geil. Unfassbar, Alter. Leute, ich habe es geschafft gestern. Ich war so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mit Bartsch im Meister zu kommen. Ich weiß, es ist keine Glanzleistung, aber nach den Tagen, wo ich mich immer so doof angestellt habe, ist es eine Leistung und deswegen feiere ich mich selber. Und wer es halt sagt jetzt von wegen, Lars, du bist schlecht, dann bin ich halt schlecht, ist mir egal. Ich habe es trotzdem geschafft. So, wenn man halt nicht so viel Erfahrung hat mit Pokale sammeln, dann ist es halt schwierig. Und 2635 ist das Höchste, was ich hatte. Ich habe dann mal inzwischen wieder verloren. Gewonnene Angriffe 388. Ich muss natürlich auch ein großes Dank mal wieder an den Clan sagen. Auf jeden Fall, ich habe einiges an Truppen erhalten. 2892, das ist halt schon viel. Hat nur 1,5 gespendet, also Dankeschön an den Clan. Das ist natürlich wunderbar. Super gemacht. Ihr habt mich unterstützt. Und hättet ihr es nicht gemacht, hätte ich euch alle rausgeballert. Gekickt, gebannt, ich bin der Leader. Ich bin der Boss. Ich bin der Babo im Club. Mit den Fubis im Club. So läuft das hier. Sonst, mauermäßig auch gut dabei gewesen gestern. Meine Fresse, das ging echt gut ab. Durch den Bonus mit 100.000, den wir haben. Layout anpassen, alles löschen wir eben kurz. Habe ich jetzt inzwischen 59 Mauern fertig. Es fehlen noch 191 auf 10 quasi. Und 87.000 Dunkles gefarmt. 115.000 für das Queen Upgrade, was nächstes ansteht, weil die Queen wird jetzt auf 25 gepusht, weil der King auf 20 ist. Ist ja logisch. Und wenn die Queen auf 25 ist, geht der King auf 25 und dann geht die Queen auf 30 und der King auf 30. Ja, das dauert noch etwas. Und ja, der Bonus ist halt hier ein Meister, wie man schon sieht. 500 Dunkles, 100.000 Gold, 100.000 Elixier. Ist schon geil. Ich habe so vor, Meister 2, Meister 1 zu gehen. Das sollte eigentlich auch noch alles drin sein. Mit Bartsch natürlich auch.
Wird wieder seine paar Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern. Machen wir aber zusammen wieder im Stream. Das passt auf jeden Fall, das ist in Ordnung. Und ja, man kann gut farmen. Ich meine, mit 100.000er Bonus kann man echt gut farmen. Mit 500 Dunkles obendrauf ist alles akzeptabel. Und es geht fix. Es geht fix. Jetzt müssen wir es testen, wie gesagt, im Meister. Ob es besser ist wie in Gold 3, beziehungsweise in Gold 2 oder in Silber 1, werden wir dann sehen. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt gelohnt hat, diese 2 Wochen zu investieren, hier hochzugehen mit Bart. Das wird spannend. Das wird ein spannendes Ding. Aber ich würde mal sagen, dann sind wir schon wieder fertig für heute, wa? Beim nächsten Part werde ich dann diesen komischen Hybridangriff hier noch machen. Das soll auf jeden Fall passen. Und sorry, dass die letzten Parts ein bisschen kurz sind, aber zurzeit ist halt super krass, ne? Ne, zurzeit komme ich gerade nicht ganz so viel aufzunehmen, weil ich hart im Farming-Modus bin. Aber ich hoffe, das passt auf jeden Fall. Und freut euch schon auf die nächsten Tage. Es wird großartig, super geil und einfach nur spitzenmäßig. Ich kann auf jeden Fall auch nur die Streams empfehlen. Dienstag ab 19 Uhr geht's los, so 18.30 Uhr meistens. Donnerstag auch so gegen 18.30 Uhr und Samstag so gegen 20 Uhr. Kann ich euch nur empfehlen, beim Streamer vorbeizuschauen. Und da wird richtig viel Kock gesuchtet. Das heißt, wenn ihr zu wenig von mir seht, Kock, da geht's auf jeden Fall weiter. Wenn es euch wieder gefallen hat, haut einen Daumen nach oben. Haut seid wie immer ein Haufen Super Nessa Boys. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.